Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Star Wars Battlefront. Yeah, und mit dabei ist wieder Onkel. Ja, hallöchen. Mega geil. Und wir sind hier im Survival-Modus, Überleben heißt es. Und wir haben ja im letzten Part Überleben auf Tatooine gemacht. Und jetzt sind wir Überleben auf Sulust. Ich lese mal kurz vor. Nach der Bergung imperialer Pläne auf Sulust müssen Einheiten der Rebellen nun bis zu ihrer Evakuierung durchhalten. Okay, du weißt, was wir machen müssen. Ja. Überleben. Nach der erfolgreichen Bergung der Dokumente wird die Gruppe entdeckt und erleidet schwere Verluste. Du musst jetzt durchhalten, bis Hilfe eintrifft. Viel Glück und möge die Macht mit dir sein. Die ist sie. Die ist immer mit mir. Ich Käse? Komme. Ich will mitmachen. Wie wird Käse? Gestartet? Mhm. Chinese? Käse? Ja, gibt's. Lecker. Ist Audio eine Priorität für die Panache? Aha, okay. So, Sulust, das müsste deine Lieblingskarte sein in diesem Hangar drin. Hangar? Ah! Da, Baustation. Hangar? Die Hangar Games, ne? Das war auch im Hangar drin. Hangar. So viel die Ablenkung. Von Hangar Games. Oh, ich bin da. Okay. Ich will jetzt erstmal meine Waffe wieder haben. Die EE3. Genau. EE3. Oh, was haben wir denn? Ich hätte einmal Cyclergewehr und einmal Ionentorpedo. Ich will das Ionentorpedo. Hab ich auch Soldatscheiße. Hm. Keine Granaten gibt's. Zum Kotzen, ey. Und Cyclergewehr ist auch kacke. Ja, ich nehm Torpedo, dann können wir wenigstens die dicken. Machst du die, genau, machst du das. Ich nehm diesmal mal zu einer Waffe. Du nimmst diesmal vielleicht Torpedo. Den dicken ATS, die abballern. Oh, Video? Okay, weg hier. Mann, das ist, als wäre man mittendrin. Cool. Wir kommen, um sie abzuholen. Aber bis zu unserer Ankunft müssen sie die imperialen Truppen abwehren, die sich ihrer Position nähern. Viel Glück. Hast du den auch gerade anvisiert? Du bist ein Penner. Wahnsinn, ey. Ich laufe da hin und der rennt an mir vorbei und schnappt ihn sich weg. Das ist ein Penner. Das ist so der Wahnsinn. Was denn jetzt schon wieder? Weil du ein Penner bist, weil du genau gesehen hast, dass ich dorthin bin. Nicht. Das ist hab mega Wahnsinn. Habt ihr jetzt das Arschloch gesehen? Boah. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ich dachte, wir müssen damit kämpfen. Komme. Da, was haben wir denn? Ich hab schon einen unter Kontrolle. Ionentorpedo. Ein Fahrzeugdiebsteller. Achso. Kein Fahrzeug. Das gibt's geil. Doch nicht. Mann, das war jetzt aber auch keine Absicht. Ich hab das nicht gesehen. Nein. Ach, hast du. Und noch bevor du eingestiegen bist, ach, hast du es auch anvisiert. Nein, hast du nicht gesehen. Ach so, ich dachte, das ist nur einer. Und so mal kurz reingucken. Guck mal, die Karte, wie geil das aussieht hier. Wahnsinn. Also wirklich toll. Okay, was müssen wir jetzt machen? Was mich aber stört, ist halt das Kantenflimmern. Aber naja, was willst du machen? Ah, die kommen auch von unten. Boah, ist mega geil. Weil ich, also die. Nee, das ist bis jetzt die beste Spielgrafik, die ich so gesehen habe, muss ich sagen. Also von so einem Star, also von Star Wars Games. Und also ich finde die schon echt. Oh, hinter dir? Ich bin da. Ich kümmere mich. Feindliche Welle besiegt. Echt jetzt? Welle 2, gut, das sind ja auch 15 Wellen. Die kriegen wir durch. Hier gibt es auch wieder Sachen zum Einsammeln, Onkel. Kann das sein, dass wir auch hier runter müssen? Der Peilsender der ersten Kapsel ist aktiviert. Ausschwärmen. Okay, wir müssen runter. Vor den imperialen Truppen erreichen. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass wir auch hier runter gehen können. Jetzt sind wir nämlich voll drin hier in der Karte. Oh nein, jetzt kommen Jäger. Scheiße, die müssen wir bestimmt mit den Dingern runterholen, ne? Und ich bin jetzt bei dem Ding hier. Keine Ahnung, stellt's eigentlich los. Ja, wo bist du? Ich
stehe genau 100, ja. Okay. Ja, wir beschützen erstmal das Teil hier. Und dann würde ich sagen, wenn wir die gleich gekillt haben, machen wir die Jäger am Arsch. Boah, ich freue mich schon, Onkel, wenn wir beide online sind. Und dann... Ja, haben wir eine zur Seite große Fresse. Hm, ja, ja. Warum? Wir können die doch platt machen. Oh, Achtung. Ja, Gott sei Dank. Wo sind die Dinger? Okay, was gibt's? Truppenschild. Aha. Blasterkanone habe ich. Ja. Truppenschild. Okay, dann gehen wir jetzt zu den dicken Laserkanonen und holen wir die Vögel runter. Gehst du zum rechten oder zum linken? Zum rechten. Okay, dann gehe ich zum linken. Aber ein Gegner ist noch da. Hast du schon einen runtergeholt? Nein. Bin hey, aber ich Ding. Dachte, wären zwei Stück. Und den Schlachtkreuz-Ding hier. Okay, wo ist der? Oh, der ist so schnell. Geil, das sieht aber echt geil aus, wenn ihr mit dem Laser ballerst. Haben. Ja! Ist erledigt, geil! Schön gemacht. Naja, sollen sie mal kommen. Da unten ist ein Herz aufgetaucht, 61 Meter. Und dann müssen wir wieder diese Dings sammeln, ne? Stimmt, ja, lass uns das mal lieber jetzt anfangen, sonst haben wir nämlich gleich keine Chance mehr. Jetzt sind wir schon in der Welle 4. Ich hab aber noch gar keins gesehen. Ich schon, ach du Scheiße! Ich hab eins. Hast du schon eins? Eins von fünf, ja. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Ich hab nicht geguckt. Fünf. Eins von fünf. So, ja, ich sehe eins auf dem Jäger-Ding hier. So. Holz. Hier auf dem Flieger hier. Ja, Holz. Ja. Oh, die Waffe ist aber... Boah, ich habe hier gerade echte Probleme. Was ist das zu holen oder was? Nee, hier kommen so viele. Okay. Ich muss gucken, wie ich da drauf komme, über die Kisten. Da brauchst du wahrscheinlich... Ach so, Jetpack haben wir doch. Hm. Toll. Ich guck die ganze Zeit, wie ich da drauf komme. Ich hab doch ein Jetpack. In ihrem Sektor lauern Scharfschützen. Hab ich das jetzt? Oder bin ich jetzt auf die falsche Seite gehopst? Auf die falsche Seite natürlich. Hm. Ja, ja, komm jetzt, komm. So, 2 von 5 haben wir. Puh. So, guck mal, kommen wir hier rein? Nein. Okay, wo bist du, Onkel? Ja, ich such das so ein Ding halt, ne? Ja, ja. Okay, eine Ladung habe ich. Feuerbündeln, erhöht die Präzision. Ah, ich sehe eins. Hast du eins? Versorgungskapsel. Ah, ich habe eins. Ja, boah, ganz hinten an der Karte versteckt. So. Eins habe ich. 3 von 5. 2 Stück brauchen wir noch. Boah, ich habe ja eins, aber ich glaube, dafür muss ich sterben. Oh nein, nein. Scheiße. Boah, ich habe so ein bisschen Angst gerade. Ja, ich versuche dir gerade ein bisschen zu helfen. Also ich mach gar keinen Schaden, Onkel, mit meinem Ding hier. Ich komm überhaupt nicht mehr zurück aufs Schlachtfeld. Ich such gerade, da oben ist der. Ja, Taijäger ist weg. Ich hab einmal gestorben bin. Bist gestorben, macht nichts. Nicht aufgeben, hast gehört. Na, weil ich halt diese Dinger versucht zu sammeln, aber du sollst die in Gerät rein, ja.
Ja, jetzt kriegt der Stoff der Sack. Schön. Kaputsch gemacht. Noch eine imperiale Verstärkungswelle. Okay. Sie dürfen stolz auf sich sein. Ja, baller mal die ganzen Wellen weg. Wir haben noch Haufen Bergungsobjekte. Ja, zwei Stück. Du hast da eine gesehen, hast du gesagt, ne? Ja. Okay, dann müssen wir nur noch eine suchen, wie letzte Mal. Scheiße, wo können die sein? Wo kann das letzte Teil sein oder das vorletzte? Ich renne jetzt gerade hier unten lang, guck mal. Meistens ist es wieder so ganz versteckt in der Ecke. Wir haben die Rettungsstation gesichert. Schön. Wie gesagt, ich hätte hier eins, aber... Ja, du hast ein Jetpack, ne? Ja, ich weiß trotzdem, wie ich da reinkommen soll. Ah, ich habe das andere. Das ist über der Lava drüber. Ja, das meine ich doch. Ach, das hier meinst du? Ah, okay. Wie kommt man denn da hin? Ich hab's. Hast. Ja. Ach, der Lava mag ja kaum Schaden. Also. Ah, ich muss aber in die Schlachtfeld zurück. Okay, na toll. Genau, das ist das war natürlich. Das war nämlich. Deswegen bin ich ja gestorben. So. Aber wir haben es doch eingesammelt, okay. Das heißt, eins brauchen wir noch. Jo. Okay, schau mal schnell, bevor wir die töten. Haben noch ein paar Wellen, also mehr als die Hälfte noch. Kriegen wir schon hin. Eins muss ja noch irgendwo rumstehen. Hast du mal im Himmel geguckt? Da oben sind wieder Nebula und B-Fregatten. Und ich weiß nicht, wo die hinschießen. Nebula und B-Fregatten. Oh, kannst du bitte ordentlich mit mir reden? Ja, das sind die Nebula und B-Fregatten. So heißen die. Von den Rebellen. So dicke Fregattenschiffe. Bin ganz cool. Was? Ich sehe gar nichts. Okay. Ach, da hinten. Mhm. Ja. Echt jetzt? Das war ja aber fix. Ja, die schießen. Die kämpfen gegen kleinere. Gut. Okay, ein scheiß Ding noch, liebe Leute. Ein Ding noch hier. Ah, ich werde schon wieder rausgeworfen. Ja, wo soll die denn sein? Okay, eine war ja schon über den Lava drüber. Ich hoffe, dass die wenigstens so versteckt ist, dass wir die noch sehen. Oh Mann. AT-ST! AT-ST gesichtet! AT-ST! Ich hab schon wieder Angst hier. Angst und Bange macht's mir hier. Okay. Such und such und such. Wo könnte noch das letzte Scheißteil sein? Whoa. Vielleicht ist es auch oben noch bei uns im Gebäude, weißt du? Schau mal von hier. Oh. Aha. Schön. Ja, ich gucke jetzt gerade mal in die Welt rum. Imperiale Truppen übernehmen die Rettungskapsel. Wir müssen sie stoppen. Schlaufe. So, einen noch. Einen noch, dann war's das. Einen noch, einen kleinen Schuss noch. Dann schön. Oh. Hier explodiert alles und ich weiß nicht was. Ist er kaputt? Ja. Gut, sehr schön. Okay, Onkelein, jetzt habe ich die große Frage. Ich glaube, die ist vielleicht drinnen im Gebäude. Ich gehe nochmal rein. Hä,
Ich sehe es hier. Ich sehe es hier. Wo? Wo? Hinter dir liegt hier. Wo? Hier. Warte, ich will aussehen. Da, hier wo ich stehe, da war's. Hast du sie schon? Ja. Die Rettungskapsel ist unter unserer. Ja, haben wir jetzt alle? Ja. Ja, geil. Cool. Ja, das war ja mal fix. Ich mach mal kurz ein Schutzschild für uns. Mhm. Ah, ein Feuergeschütz. Damit kann ich dann nachher den nächsten ATS hier runterholen. Was haben wir noch für Gegner? Luftangriff, ne? Naja. Okay, dann müssen wir wieder in die Dinger rein. In die geilen Geschütztürme. Aber ich bin auch mal ganz froh, mit dem Onkel mal zusammen zu zocken. Also in Koop als Team und nicht immer gegen ihn. Das gefällt mir schon. Der alte Teammate. Auch wenn ich ihn aus Versehen mal den Turm wegklaue und er gleich wieder ausrastet. Da kommt wieder die dunkle. Da kommt die dunkle Seite wieder in die heraus. Rivanus, ne? Das Rivanus. Ja, ja. Eiskalt das Ding weggenommen. Bam! Hast du runtergeholt, sehr schön. Oh, hat du gut gemacht. Da ist immer noch einer. Ach, da ist noch einer in der Luft. Und ich renne schon wieder weg. Ja, wo ist er denn? Da. Ja, oh, schön. Aber die größte Herausforderung kommt noch. Na toll. Was kommt denn jetzt? Oh, da ist ein Herz. Komm, da holen wir uns. So ein Leben ist kostbar. It's a beautiful life, it's a beautiful morning. Schrei doch, okay, bitte er mal geht nicht schon. Ich schrei doch gar nicht. Er geht schon. Dann nehme ich wieder einen Turm. Oh, ich nehme Turm. Komm her, hör auf hier mit dem scheiß Turm hier rumzumehren. Hier sind überall Gegner. Ja. Und du versteckst dich da in so einem Turm, ey, du Schisskopf. Nee, ich kämpf doch gegen die. Mhm. Kann nur nicht. Und weiter mehr runter mit dem Ding. Ja, ach Quatsch, deswegen sollst du aus dem Scheißding rauskommen. Ach Mann. Ach, ich bin tot. Schön, Dankeschön. Ja, vielen ich kämpf doch. Nett für deine Hilfe. Ja, der ist unsichtbar. Ach Quatsch. Hast du dir das Herz geholt? Ja. Ja, dann war doch der Tod doch gar nicht, hat ja doch gar nichts gekostet. Das ist keine Ausrede. Hey. Du musst doch mal die Unsichtbaren abschießen, Giovanni. Ja, ich schieß da schon drauf. Das Problem ist, dass die diesen Predator-Anzug anhaben. Oh, der hast du weggesprengt, schön. Hey, tot. Oh ja, easy. Bitte? Weil ich nicht gekommen wäre, da niemand gefallen. Wie, ich hab doch geschossen. Mhm. Du kleiner Killer, du. Ich frag mich mal, wo? Ich hab doch getötet. Mhm. Alle Mann auf ihre Post. Stell dich dort, dass du gesucht, weil du nicht gesehen hast. Sie sind gleich in Reichweite unseres Kellers. Na. Und da. Ich finde das Gewehr ist ganz cool eigentlich. Oh yeah. Jetzt dreht er sich wieder und explodiert. So geil. Ich habe ein Problem. Hm? Mein Problem ist, dass ich gerade sterbe. Warum? Keine Ahnung. Ich werde beschossen von irgendwas Starkem. Ich bin nicht gestorben. Der hat eine Granate geworfen, pass auf. Ich war sogar gar nicht mehr schlecht, weil hier nämlich irgendwann unsichtbar gerade war. Ja, ich schieße auf den, der ist da hochgelatscht. Oben ist der. Wo genau oben? Er ist tot. Das war's. Yo, haben wir nur noch drei, F4. In Kürze müsste in ihrer Nähe eine Versorgungskapsel landen. Ja, wo ist sie denn? Die Versorgungskapsel. Ach, da, wo ich gerade hinrenne. Ja. Noch eine Rettungskapsel geortet. Noch eine. Die geben auch Punkte, ne, wenn wir die bergen. Die nächste Welle ist eingetroffen. Und wir machen doch die ganze Zeit schon. Ja, ja. Komm. Oh je. Noch einer. Ich habe aber hier so einen schweren Turm. Den setze ich jetzt. Und der kümmert sich dann um das Ding. Komm schon.
Ja, guck dir das an. Mein Turm hat den weggeholt. Sehr geil. Warte, hast du schon was rausbekommen? Nee. Ich hoffe, ich krieg noch so ein Ding. Die sind echt geil. Bin vom Teiljäger gekillt worden. Ja. Wir haben die Rettungskapsel gebaut. Wieder da. Ich bin da, ja. Ich bin wieder da. Achso. Ah, ich hab noch so ein Geschütz. Geil. Also ich heb mal das mal auf. Ja, tot. Okay, ich muss jetzt unbedingt in so einen Turm rein. Wir müssen die Thai-Jäger runterholen. Jo. Die Thailänder. Ach ja, wir können ja fliegen. Oh, jetzt bin ich abgestürzt. Das war natürlich jetzt nicht so pralle. Wollte ich nachmachen. Hat nicht geklappt. Ah, sieht geil aus, wenn die schießen, ne? Geil, geil. Onkel sitzt schon wieder in so einem Fertigturm drin. Tippt hier so ein bisschen dämlich durch die Gegend rum. Der sieht so geil aus, der Turm. Oh, bin tot. Oh, dein Turm ist weg. Noch haben sie nicht verloren. Schlagen sie die. Ja, was ist eigentlich, wenn die Türme kaputt sind? War es das dann, oder was? Weil dann, oder können wir den reparieren? Was ist denn das? Ich spiele das auch zum ersten Mal, Junge. Ja, ich frage ja nur. Nein, ne, fragst du ja nur. Ich weiß es auch nicht. Aha. Ja, ich habe einen erledigt, aber er hat mich auch gekillt. Scheiße. Du hast aber keine Türme mehr. Es ist noch nicht zu spät, um Platz zu retten. Ja, ach nee. Ich wollte gerade sagen, ich habe runtergeholt mit dem... Moment, den hole ich jetzt runter. Ja, ich habe auch so einen Raketenwerfer. Oh! Haben. Das Imperium bereitet einen weiteren Angriff vor. Wolltest du mit der kleinen Sniper drauf jagen, oder? Ja, klar. Ey, guck mal, ein Turm extra Leben vom. Ein extra Leben vor der Haustür gelandet. Wer ist wieder da? Ach, Türme! Das ist doch geil. Ne, einer nur. Meiner ist doch kaputt. Wahrscheinlich zur nächsten Welle dann. Also ja, zur nächsten Runde. Okay, Onkel, wir müssen aufpassen. Wir haben nur noch ein Leben, ne? Ich denke, es kam gerade ein Leben vor unserer Haustür. Ja, haben wir ja nur, guck doch. Ey, die Roboter sind da. Das ist Suchdruide. Super, das ist scheiße. Ah, schon tot. Ah, der andere Turm ist auch wieder da. Okay. Bei Wellen noch, Onkelein. Bei kleine Welle. Ich glaube, es wird schwierig diesmal. Jetzt kommt auf jeden Fall wieder ein Jäger oder so ein fetter AT-ST. Aber ich habe noch so einen Geschützturm. Was hast du noch für eine Special? Ich weiß nicht, was das ist. Achso. Wird auch eine Granate sein oder so. Stirb doch mal! Alter! Ey, die sind alle... Oh. Mir fehlen echt die Granaten, weißt du das? Nicht nur dir. Oh Mann, ey. Immer schön auf den Kopf. Hä? Wie geil.
Wow. Bereit machen für Bergung einer Versorgungskapsel. Eine Versorgungskapsel? Ja, die letzte. Jetzt kommt die über. Ich würde sagen, jetzt kommt auch wieder ein ATS-Tier bestimmt. Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet. Werde ich gleich hier oben wieder so einen Kampfturm hinsetzen. Bald ist die Rettungskapsel in den Händen der Allianz. Bereit machen! Was ist denn das hier? Ist das so ein Schutzschild oder was? Ach so. Ach nee, das war eine Mine. So, der AT-ST ist schon mal weg. Oh, die haben Schutzschild, die Penner. Musste ich gerade mal runterspringen. Okay, da war ja meine Mine dort doch gar nicht so schlecht. Eine Mine hast du gehabt? Mit Lieb oder Rettungskapsel. Ja! Yeah. Geil. Hat sogar funktioniert. Hey, die versuchen gerade auf unseren Turm zu schießen, wie krass. Aber der hat gut aufgeräumt, der Turm. Und der müsste eigentlich auf die Jäger auch schießen. Ha. Doch der Preis dafür war hoch. Wir nehmen jetzt Kurs auf Solust. Geil, geschafft. Wir müssen hier verschwinden. Hat irgendjemand ein Taxi bestellt? Yeah, ja, der Han Solo. Geil. Ja, dann. Ja, liebe Freunde, das war's mit der Mission. Das war jetzt Solust. Überleben auf Solust. Und wird auch ein bisschen längerer Part. Ja, aber wir ziehen das ja ordentlich durch. Ja, jetzt gucke ich gerade 15-15. Onkel hat ordentlich gekillt. Ich habe 47, 79. Schon top. Verwendete Leben hat er 4, 2 und da unten eingesammelte Leben. Und ja, gut, ich hoffe mal, wir kriegen 2 Sterne. Hast du eigentlich X gedrückt? Nein. Ja, dann drücken wir mal gemeinsam X. Dann können wir gucken, wie viele Sterne wir kriegen. So, 1 Stern, 2 Sterne. So. 2 Sternchen. Ja klar, weniger Schwierigkeitsgrad und die Bergungsobjekte, ne? Genau. Perfekt. Ja gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, überleben und dann bin ich mal gespannt, wo es dann hingeht. Das ist so ein sinnloser Endsatz, wenn es dann wieder heißt. Ja, wenn es dann wieder heißt, Star Wars Battlefront. Ja, heißt es das also. Gut, okay. Heißt es, ja. Mhm. Gut, dann. Möchtest du noch irgendwas sagen, Onkel? Wenn es dann wieder heißt, möchtest du mal wieder sagen, Onkel, dann wird der Part abgeschlossen. Okay. Mann, es ist mitten in der Nacht, ja? Lass den armen Rivan doch mal sagen, was er sagen möchte. Okay. Nein, und schaut auf jeden Fall mal bei Gamercheck LP rein. Und bei Rivano LP einen Daumen oben lassen, wäre super geil, wird uns auf jeden Fall helfen und mehr Freude machen. Genau, ne? geht mal an Rivano seine Haustür, nimmt einen Daumen nach oben, klingelt und dann geht er wieder weg. tu es, los. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Die dunkle Seite der Macht ist stark in euch. Ciao. In welchem Sinne auch immer. Ciao.